Ja, herzlich willkommen wieder hier auf Splatoon Video auf meinem Kanal im Splatoon Video. Es ist der zweite Tag vom Splatfest und eins vorweg, ich habe heute in insgesamt 3 Zehnerkämpfen und einem 100er-Kampf gespielt. Und was soll ich sagen? Tja, ich habe auf Aufnahme gedrückt, aber meine Festplatte hat irgendwie nicht aufgenommen. Also vor allem der 100er-Kampf, auf den ich unglaublich stolz bin, ist einfach eine 0-Byte-Datei. Ich habe zum Glück Fotos, die das beweisen, als Screenshots. Die werde ich in dieses Video dann noch einfügen und werde euch jetzt einfach das Video zeigen, das heute die Aufnahme überlebt hat. Ich gebe rüber ins Studio. Viel Spaß trotzdem ins Splatville. Ja, ich freue mich auch. Aber eins vorweg, es ist ein richtig tolles Splatfest. Es ist richtig toll. Es ist mal wieder alles dabei. Und wir gucken uns mal an, wie der Zwischenstand ist. Ich tippe mal auf Team Süß, aber ich will jetzt nicht vorweggreifen. Ja. Der Augenblick der Wahrheit. Ja, Team Süß führt mit 35%, unser Team Scharf 32%, aber da ist noch alles drin. Vielleicht schafft es ja auch Team Sauer, das Ruder noch rumzureißen. Wir werden sehen. Wie gesagt, was mich richtig, richtig ärgert, ist, dass die Aufnahme nicht geklappt hat. Deswegen werde ich euch an dieser Stelle, bevor dann das Spiel anfängt, werde ich schnell einblenden. Einen Moment. Ja, das war der 100er Kampf, den ich gewonnen habe. Das ist ein Videofitzelchen, das ich Gott sei Dank mit der Switch habe aufnehmen können. Warum das manchmal passiert, dass die Aufnahme nichts wird, einfach eine leere Videodatei entsteht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auch ziemlich nervig, wenn ich ganz ehrlich bin inzwischen. Weil ich kann ja nicht, während ich spiele, immer kontrollieren, ob die Festplatte aufnimmt. Auch wenn da ein Lämpchen blinkt, weiß man ja nicht. Das ist einfach, man muss sich einfach auf diese Technik auch verlassen können. Und wenn man sich nicht drauf verlassen kann, ja, dann muss man einfach andere Möglichkeiten suchen. Ich suche auch momentan nach anderen Möglichkeiten. Es ist halt echt nervig. Deswegen, ich würde am liebsten Splatoon bzw. meine Nintendo Switch irgendwie mit dem Computer mit OBS koppeln, damit das nicht mehr vorkommt. Aber wie gesagt, ich bräuchte eben einen Bildschirm mit einem HDMI-Anschluss und mein Bildschirm hat natürlich keinen. Das ist klar. Es ärgert mich wirklich, dass ich den 100er-Kampf und auch die 10er-Kämpfe nicht aufgezeichnet bekommen habe. Ich hoffe aber, dass ich euch ein bisschen jetzt trotzdem noch unterhalten kann mit einer Runde auf dem Splatfest. Da ist jemand am Handy. Es gibt noch aufklappbare Handys. Naja, wahrscheinlich in Splatville. Wir sind nämlich in Splatville, nicht in Inkopolis. Ist natürlich auch logischerweise jetzt der Fortschritt, mein Spielfortschritt nicht aufgezeichnet. Den kann ich euch jetzt leider auch nicht zeigen, dass ich ultimativer Scharf-Fan bin. Also scharf, nicht scharfe Fan bin. Ja, die Freunde schlafen noch alle. Ja, auch das, auch die Spieler mit Venzio hat die Aufnahme nicht geklappt. Es ist natürlich typisch. Naja, gucken wir uns einfach jetzt dieses eine Spiel an
Und dann geht das Leben weiter und ich werde ein paar Screenshots, die ich gemacht habe, dann am Ende des Videos einblenden. Als Beweis, dass ich die Zehner, als ich Zehnerkämpfe und auch den 100er-Kampf gewonnen habe, habt ihr vorhin schon gesehen. So, wir warten wieder in der Lobby und dann geht's weiter. So, das Spiel beginnt. Merle. Ich gucke immer wieder auf diese komischen Na auf Namen und manche sind halt echt komisch. Oder auch lustig oder auch. Ach, keine Ahnung. Ich bin überzeugt, einige sind mit ihrem realen Realvornamen hier am Start. Das ist auch ganz okay. Man muss ja nicht immer einen coolen Nickname haben. Aber es ist halt schon. Ja, ach, keine Ahnung, was ich hier rede. So, es geht los. Es geht gleich richtig los. Wir sind wieder mittendrin im Getümmel. Und natürlich, bevor ich die Ulti-Waffe einsetzen kann, werde ich weggesplattet. Mit der Airbrush MGRG. Ich habe in dem Splatfest auch mit einer anderen Waffe noch gespielt. Mit dem Doppel-Doppel-Splatter. Der macht A, ziemlich coole Posen, finde ich, und auch B, man kann mit dem Brandpanzer dann schießen. Auch diese Aufnahmen sind natürlich selbstverständlich ins Nirvana verschwunden, weil ja die Technik sagt. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich weiß nur, es war ein Mitarbeiter von Disney Pixar, ich war es vielleicht sogar John Lasseter höchstpersönlich, der gesagt hat, Computer können das Tollste, aber auch das Dümmste sein. Und wie gesagt, auch hier. Natürlich springe ich in die Booyah-Bombe rein, ist klar. Und hier ist das natürlich der Fall gewesen. Das ist auch anderen Gamern schon passiert, die 3 Stunden lang gespielt haben und geredet haben und gemacht haben und dann haben sie gesehen, dass die Aufnahme gar nicht läuft. Aber es ist halt schon wirklich ärgerlich. Vor allem, wenn man schöne Sachen im Spiel erlebt hat und dann das dann eben nur in der Erinnerung des Spielers weiterlebt. Das ist wirklich ärgerlich. Aber was will man machen? Wie gesagt, eine Alternative wäre, nicht mit einer Festplatte, sondern mit dem Stick dann zu spielen, als aufzuzeichnen, wo aber die Speicherkapazität eben nicht so hoch ist. Oder wie gesagt, jetzt endlich diese Baustelle mal in Angriff zu nehmen und dass ich dann mit dem Computer bzw. mit OBS aufzeichnen kann bzw. streamen kann. Weil gerade so ein Event wie das Splatfest eignet sich halt eher, das zu streamen, jetzt aufzuzeichnen. Ja. Aber wie gesagt, so ist es halt jetzt eben. Und es sieht, ja, sieht gut aus. Ich habe mir hier immer so ein Ziel gesetzt, dass ich immer 1000 Fairpunkte auf jeden Fall erreichen möchte, was ich nicht immer schaffe. Aber sieht gut aus. Vorspringen. Ich springe ja meistens in den Tod. Ich springe, weil ja immer angekündigt wird, wenn irgendwo jemand hinspringt. So, die letzten Sekunden laufen. Sieg oder Niederlage in diesem ersten Spiel, im ersten Spiel von diesem Video. Es ist ein Sieg. 1 zu 0 für Team Scharf mit R. Ab in die nächste Runde. Und wir haben sogar eine Stufe erhöht. Jawohl. Ja, da bin ich noch glorreicher Scharf-Fan. Jetzt bin ich ja Ultimate. Aber wie gesagt, Aufnahme hat nicht geklappt. Und das ist sehr frustrierend. Wisst ihr vielleicht, woran das an einer Festplatte liegen kann? Das ist, dass sie einfach plötzlich nicht aufnimmt. Also es hat geblinkt und plötzlich zack, weg. Wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr so ein komisches Rauschen hört, das ist auch so ein Hintergrundrauschen. Keine Ahnung, warum das da ist. Keine Ahnung.
Einstellung ist wie immer. Aber irgendwie rauscht das Mikrofon. Vielleicht wird es Zeit für ein neues Set. Oh, ich habe ja doch noch einen 10er-Kampf aufgezeichnet. Ich weiß nicht mehr, ob ich den gewonnen habe. Werden wir jetzt gleich sehen. Und natürlich wieder gegen Team Süß. Ich spiele jetzt schon gefühlt seit insgesamt vielleicht 12 Stunden, aber habe bisher einmal gegen Team Sauer gespielt und das war gleich das erste Spiel. Ja, es ist auch irgendwie komisch. Aber es sind eben voll wenige in Team Sauer. Und voll viele, ich glaube die meisten sind in Team Süß. Und ich gehe jetzt stark davon aus, dass Team Süß auch das Plättfest gewinnen wird. Es sei denn, wir können doch noch das Ruder rumreißen in unserer Chili-Soße und doch etwas den Sieg davontragen. Diesmal geht es eigentlich um nichts. Also ich habe um nichts gewettet. Es ist keine Challenge und nichts, so wie bei einem der letzten Splatfeste, wo ich dann schlechte Witze vorlesen musste oder so. Also das wird es nicht geben. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich splatte einen weg und dann ist schon der zweite da und dann der erwischt mich dann meistens. Nicht immer, so wie jetzt, hat er mich nicht erwischt. Aber meistens. Oder man wird rücklings oder von diesem komischen Roller, Klecksroller erwischt. So, auch die Base einfärben, ganz wichtig, nicht vergessen, nichts liegen lassen, nichts umkommen lassen, oder wie man das so schön sagt. Ja, es wird natürlich auch nach dem Splatfest Splatoon-Videos geben. Ich würde mal gerne ein paar Videos machen, wo ich mit Waffen spiele, mit denen ich sonst nicht spiele. Das ist vielleicht auch mal ganz lustig. Oder den Salmon Run natürlich. Da auf jeden Fall Videos dazu machen, weil ich möchte natürlich auch wieder meine Gummistiefel haben. Und den Story-Modus. Den Story-Modus, das ist nur eine Geschichte für sich. Da würde ich gerne mal zu allen drei Splatoon-Versionen nochmal kompletten Story-Modus machen und aufzeichnen. Ist so ein Projekt, wo ich mache, wie ich weiß. Das ist schon ein alter Hut. Das hat doch jetzt schon jeder gespielt und schon jeder gezeigt und gestreamt. Aber wie gesagt, ich mache die Spiele, auf die ich Bock habe. Der Endbully ist ja auch schon ewig alt. Wobei, wenn ein Spiel alt genug ist, ist es dann auch wieder, dann gilt es wieder als Retro. Ja. Und ja. Und wie gesagt, ich verdiene hier kein Geld. Von dem her, es ist wurscht und ich mache das, was Spaß macht. Ich habe 1000 Punkte jetzt erreicht. Zack, bin fast vor der Base, aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. So, letzten 10 Sekunden. Jawohl, ein 10er-Kampf gewonnen und tatsächlich mit Aufzeichnung. Das ist doch schön, dass die Aufzeichnung wenigstens geklappt hat. Das ist 2:0 für das Team Scharf in diesem Splatfest 2023, das war jetzt ein Versprecher. Ja. Und ich habe eine Muschel bekommen, die ich auch gleich eingelöst habe. Ich habe gedacht, wir haben gleich viel Punkte. Aber es ist 1,88, 10,88 und 10,8. So, dritte und letzte Runde in diesem Video. Natürlich nicht in diesem Splatfest. Ich habe ja ewig viel gespielt und spiele auch ewig viel. Ich zeichne auch nicht alles auf. Das meiste zeichne ich ja nicht auf. Aber wenn ich aufzeichne, dann kommen Dateien auf die Festplatte, wo 0 Byte draufsteht und einfach nichts drauf ist. Das ist schön. Ja. Oder nein, es ist nicht schön. So, der Kampf beginnt. Runde 3. Let's go.
So, und los. Erstmal die Base einfärben. Ganz wichtig. Keine Punkte verschenken. So. Übrigens, schöne Maps. Also mir gefallen irgendwie alle Maps. Es kommt natürlich drauf an, welche Waffe das man hat. Weil nicht jede Waffe eignet sich für jede Map und umgekehrt. Also zum Beispiel, wenn man so Sniper hat oder solche Fernwaffen, dann eignet sich eine Map, wo man auch wirklich irgendwo hochkommt. Oder wenn man zum Beispiel eine Ulti-Waffe hat, wo man dann sehr viele Bomben abwirft und so oder gut ballern kann, wie jetzt zum Beispiel mit dem Krabbenpanzer. Hätte ich euch gerne gezeigt. Hat aber nicht geklappt. Aber wie gesagt, ich kann ja ein extra Batsch. Das war ein gegenseitiger Kill. Ich mache ja dann ein extra Video, wo ich das zeige. Wie gesagt, ist halt ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Ich weiß auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber es ist halt wirklich ärgerlich. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, aber stellt euch mal vor, ihr habt, was weiß ich, 1995, ja, und es kommt euer Lieblingsfilm und der kommt aber spät nachts oder er kommt, wenn ihr nicht zu Hause seid und er macht die Videoaufnahme. Und früher, da muss man am Videorekorder ja auch so den Videokanal noch einstellen. Also man konnte nicht einfach auf Aufnahme drücken, wenn man was im Fernsehen gesehen hat, das musste ja auch noch im Videokanal irgendwie eingestellt sein. Und dann kommt man nach Hause und freut sich darauf, von seiner Lieblingsserie eine Folge zu sehen oder einen Film zu sehen und dann ist nur Rauschen und Geflimmer drauf. Oder die automatische Aufnahme hat überhaupt nicht funktioniert. Also dass es erst gar nicht sich eingeschaltet hat. Das ist voll oft vorgekommen, wenn ich ein Videorekorder programmiert habe, dass er sich gar nicht eingeschaltet hat. Also, dass es gar nicht funktioniert hat. Oder dass der Videokanal nicht richtig eingestellt war oder irgendwas da nicht richtig war und dann hat man das Geflimmer aufgenommen. Also das ist dann da genauso. Das ist dann ärgerlich, weil es gab ja noch kein Streams und kein Video on Demand und wie das ganze Gerümpel heißt und man konnte das dann nicht trotzdem irgendwo angucken. Heutzutage hat man ja dann noch die Hoffnung, vielleicht hat es auf YouTube jemand hochgeladen oder irgendwo muss es doch geben. Ja, dieser Ultrastempel zum zweiten Mal. Jetzt chill doch mal. Aber wie gesagt, frustrierend, wenn etwas Einmaliges passiert und man hat es nicht aufgezeichnet. So, 3, 2, 1 und... So, jetzt hat sich auch noch der Loser-Einspiel-Button verabschiedet. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Wie gesagt, die Technik spielt heute irgendwie verrückt. Festplatten, wo nicht aufnehmen. Tja, aber was will man machen? Ja, hier habe ich die Waffe gewechselt. Jetzt weiß ich es wieder. Hier habe ich die Waffe gewechselt auf den Kleckstapler. Und dann hat sich die Aufnahme verabschiedet. Wobei, ich glaube, eine Aufnahme habe ich noch. Ja, doch. Eine Aufnahme hat funktioniert, wo ich den Double Kleckser habe. Gespielt habe. Das gönnen wir uns doch jetzt. Wie gesagt, ziemlich coole Pose. Der Emperor, oder wie er heißt, in den Splatoon-Mangas hat, glaube ich, auch diese Waffe. Muss ich mal ein separates Video drüber machen, über das erweiterte Splatoon-Universum. Allen voran der Manga. Habe ich ja ewig nicht mehr reingeguckt. Aber absolut lesens- und sehenswert. Manche sagen ja, es ist nur was fürs Regal. Gut, die Story ist nicht wirklich flach und alles und lächerlich und so, aber jetzt sagen wir mal im Ernst, also Splatoon ist ja jetzt auch kein Psycho-Thriller oder so. Das soll ja auch ein bisschen, es geht ja hier um Spaß
und nicht um. Ja, es ist kein Captain Tsubasa. Ja. So. Oh, der Grabenpanzer, jawohl! Da ist er in all seiner Pracht. Und ich habe sogar jemanden abschießen können, bevor ich abgeschossen werde. Natürlich wieder von hinten. Durch einen Flexroller. Das ist ja klar. Von Frank oder Frank. Ich sage Frank. Ich sag's jetzt einfach so, dass sich's cool anhört. Ja. Das ist ein cooler Kanal, ein cooler Gaming-Kanal. Natürlich auch die Coolbombe. Die Booyah-Bomb. Nicht vergessen. Hier ist, oh, eine Zuckerwattenwolke. Schön in den Regen. Jetzt flexen sie aber mit den Ultis. Alter Schwede. So, und natürlich wieder den Grabenpanzer nicht vergessen. Man kann im Grabenpanzer zwei Sachen machen. Man kann so schnell feuern. Und man kann so Farbbomben abfeuern. Wie gesagt, eine Waffe, wo geeignet ist, eine Ultiwaffe, kriege ich denn? Nein, der hat mich wieder erwischt. Wo er geeignet ist, wenn man auf einer Höhe, auf einer Erhöhung steht und so runterballern kann. War sehr schön gegen Ende von meiner heutigen Spielsession. Da konnte ich wirklich von den Hausdächern so richtig runter. Das war richtig cool. Wie gesagt, schade, dass das nicht geklappt hat mit der Aufnahme, aber ich kann es ja nachholen. Rums. Fokusprofi. Ja, natürlich. War ja klar. Oh, es ist noch nicht eindeutig. Es ist noch nicht eindeutig gewonnen oder verloren. Ich glaube, es ist noch alles drin. Wie gesagt, das ist keine Einfärbewaffe, leider. Ne? Das ist eher so eine. Ja, es ist noch eine Mischung. Man kann gut einfärben, man kann aber. Es ist aber auch zum. Was war da gestanden? Der leckere Lockenkopf? Ist der noch da? Ich will diese süße Plörre da weg. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Kriege ich noch die 1000 Punkte wenigstens? Na? Ja, der Grabenpanzer ist auch noch da. Aber du musst... Aber er hat mich nicht gekriegt. Ha! So. Sehen wir aufs Endergebnis. Oh, oh. Schade, schade, schade. Aber diese Runde geht an das Team Süß. Aber haben sich Wagger geschlagen. Wir haben uns auch Wagger geschlagen. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Das war mein Video oder meine Videos zum Thema Splatfest 2023. Das erste Splatfest. Ich werde immer wieder mal in... neuen Videos, die da noch kommen, auch vielleicht Splatfest-Videos oder Aufnahmen mit reinschneiden. Das Splatfest ist ja was ganz Besonderes. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Bleibt splattig, splitschig, bleibt neugierig und wir sehen uns und noch viel Spaß bei Splatoon. Also wenn ihr selber spielt, ja, viel Spaß, viel Glück und viel Erfolg und Keep Supernova over and out.